Respawn Entertainment. Electronic Arts. Lucasfilm Games. Star Wars Jedi Survivor. Digga. Krank. Einfach Coruscant. Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum ersten Star Wars Jedi Survivor Let's Play. Freunde, es ist heute endlich soweit. Ich schwöre, ich habe Freudentränen. Ich freue mich so unnormal auf dieses Spiel. Seit 3 Jahren bin ich am Warten, nachdem ich Jedi Fallen Order gezockt habe, dass es endlich weitergeht. Und heute geht es weiter. An dieser Stelle erstmal ein riesen Dankeschön, dass ich als einer von wenigen heute dieses Spiel schon Let's Playen darf, gemeinsam mit euch. Es dürfen noch nicht viele das Game zocken, deswegen danke an EA an dieser Stelle. Und ja, Freunde, heute geht das Abenteuer weiter nach so vielen Jahren Pause. Ohne Scheiß, ihr wisst, ich bin so ein riesen Star Wars Fan. Guckt euch einfach nur dieses Foto an. Das bedeutet mir so viel. Das ist für mich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Einfach Hayden Christensen getroffen, a.k.a. Darth Vader, Anakin Skywalker. Und heute geht das Spiel hier weiter, Freunde. Und wir werden uns jetzt gleich erstmal die Ereignisse von Jedi Fallen Order angucken, damit wir auch alle wissen, was im ersten Teil passiert ist und wie es jetzt weitergehen könnte. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen informiert, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal das Video und quatschen dann, Leute. Ich will hier auf die erste Folge die 10.000 Likes sehen. Nehmt den Like-Button auseinander, weil dieses Let's Play, es wird wieder legendär werden. Ich habe mich so sehr drauf gefreut und heute ist es endlich soweit. Wir dürfen es gemeinsam zocken, wir dürfen es gemeinsam Let's Playen und ich würde sagen, wir starten rein. Die Ereignisse von Jedi Fallen Order. Okay. Schauen wir uns das an. Ah, das ist doch dieser Holo, diese Holocron-Liste, oder? Ja, die wurde zerstört im ersten Teil. Die Liste. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keine die Musik. Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. So hat das angefangen, der erste Teil. Gegen die zweite Schwester. Ich war allein, das ziemlich lange. Oh, Digga. Und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und du bist nicht allein. Alter, die Musik. Martial Inform ist wieder da. BD1. BD1. Nimm die Laser aus meinem Essen! Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Marin, richtig? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber überleben. Wir passen uns an. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Krass. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Führt die Order 66 aus. Oh, Gänsehaut, Digga. Oh, ist das krass, ich schwör's dir. Was ein Jeder Rückblick, Jedi Mann. Begegnet der dunklen Seite. Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Sie wird auch dich verraten. Niemand stoppt das Imperium. Alter. Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. Ey, wie krank ist das bitte gemacht, Leute, Mann? Alter, Darth Vader. So viel Hass. Am Ende von Teil 1, als wir gegen ihn gekämpft haben. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Kestis, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Boah, Leute, das ist zu krass, Alter. Was ist das für ein Rückblick? Und wohin jetzt? Ey, ohne Scheiß. Heftig. Ich schwör's dir, Alter, wirklich. Star Wars hat für mich so eine Bedeutung, Mann. Es ist unglaublich. Ich weiß noch, damals 2002... mit meinem Vater, wo der mir das gekauft hat, wie ich das als Kind geliebt habe, als wir die Filme geguckt haben und sowas. Da hat man so eine Verbindung mit, Leute. Unglaublich. Also,
Dieser Teil, der spielt 5 Jahre nach dem ersten, also den wir vor 3 Jahren gezockt haben. Und im ersten Teil ging es um diese Holocron-Liste, die am Anfang zerstört worden ist. Und die sollten wir halt finden und am Ende wurde die uns weggenommen und dann haben wir gegen diese zweite Schwester gekämpft und am Ende kam Darth Vader im letzten Teil. Am Ende, da weiß ich noch ganz genau, was da abging. Und diese Martial oder diese Sari oder wie die heißt, die hat uns die ganze Zeit begleitet. Und das Spiel... Das spielt während der Zeit der Kenobi-Serie, also Obi-Wan-Kenobi-Serie. Das heißt, vielleicht treffen wir irgendwie auch Obi-Wan, vielleicht treffen wir wieder auf Darth Vader. Wir wissen nicht, was kommen wird, Leute. Aber ich würde sagen, wir haben genug gelabert. Eine neue Reise starten. Wir gehen rein, Alter. Schreibt rein, ob ihr das Spiel jeden Tag sehen wollt, ob ich es jeden zweiten Tag bringen soll. Ey, guck mal, allein schon auf der Hintergrund, ne? Oh mein Gott! Digga! Ich bin mit allem gerechnet, aber nicht damit. Alter, was ist das für eine Grafik? Oder gucke ich hier gerade einen Film oder was geht hier ab? Das ist Cal, oder? Ja, das ist er. Er hat Bart bekommen. Cal hat einfach Bart bekommen, ey. Er hatte 5 Jahre Zeit, jetzt zu trainieren und ein wirklicher Jedi-Ritter zu werden. Ich weiß nur nicht, wie das mit der Musik ist. Ne? Ich hoffe, hier wird nichts gesperrt, aber guckt euch das einfach mal an im Hintergrund. Ey. Ihr wisst alle, was das ist. Eieieiei. Ach du Scheiße. Es scheint in Gefangenschaft genommen worden zu sein. Das sieht gar nicht gut aus, Leute. Das sieht gar nicht gut aus. Cal Kestis, befrei dich. Nutze die Macht. Zeig, was du kannst. Jedi-Tempel. Eieiei, Junge, die Musik ist zu krass. Das wird safe gesperrt. Ich muss reden, Leute. Sorry, ich muss reden dazwischen. Einfach, was sind das denn für andere Dinger, Alter? Einfach für ein Hund. Hundgesicht. Alter, wirklich. Also schon erster Eindruck. Grafik, Gameplay. Also, wie das aussieht einfach. Das sieht brutal aus. Ey, sorry, dass ich so viel rede, ne, aber Star Wars ist Liebe. Das ist Star Wars. Wer den ersten Teil noch nicht bei mir gesehen hat, das Let's Play, zieht euch das rein. Und abonniert den Kanal, wenn ihr gerade neu seid, Leute. Und zum ersten Mal ihr guckt, abonniert diesen Kanal. Es wird ein unvergessliches Let's Play werden, was ihr alle nicht vergessen werdet. Es wird unglaublich werden, ja. Es wird eine wundervolle Reise, auf die ich euch hier mitnehmen werde. Es wird einfach nur legendär. Vertraut mir. Alter, die Grafik ist wirklich krass. Das sieht aus wie im Film. Ich krieg hier solche Star Wars Vibes wieder, ne? Bin gespannt, worum es in diesem Teil gehen wird. Weil der Plan von denen war es ja im ersten Teil, alle Jedis zu finden oder auch diese Liste, wo die ganzen Padawans, glaube ich, aufgelistet sind, die mit der Macht oder gute Jedi-Ritter werden könnten, alle zu vereinigen, zu vereinen, Digga, ich kann nicht mehr reden, damit der Jedi-Orden nicht ausstirbt. Aber am Ende haben sie ja diese Holocron-Liste zerstört, weil sie zu gefährlich ist, wenn sie in falsche Hände gerät. Sie war ja erstmal in der Hand von Darth Vader und der zweiten Schwester und haben sie das ja wieder zurückgeholt. Der Bereich ist abgeriegelt. Nennt euer Anliegen. Sightseeing. Ich habe die Gerüchte nicht geglaubt. Ein Jedi. Und wir haben ihn lebend ergriffen. Der Senator erwartet uns. Sie können passieren. Wir wollen den Senator nicht warten lassen. Ich bin der Senat. Wisst ihr noch? Ja. Wärst du doch mit dem Rest deiner Leute gestorben, Verräter. Alter. Hey Leute, wir können jetzt zocken. Wir können jetzt zocken, Mann. Ey, bitte, die Grafik ist... Wo ist die Übergabe? Dogs, solche Geschäfte macht man... Coruscant, wir sind einfach auf Coruscant. Aber was hält den Senator davon ab, uns den Gefangenen abzunehmen und uns in eine Skylane zu werfen? Er muss diese Sache geheim halten. Ja, alles klar. Er umgeht die Inquisitoren und überbietet Vader. Der Bursche treibt ein gefährliches Spiel. Genau wie wir. Was seid ihr, Leute? Eher die helle Seite oder hier die dunkle Seite? Deswegen heute die Lichter... extra so gewählt. Ey, guckt euch das mal an, Mann! Ich schwöre, ich komm nicht klar! Dirk ist abgeriegelt. Auf Befehl von Senator Sejan. Hier lang.
Wir machen einen Umweg. Also auf jeden Fall schon mal eine deutliche Steigerung zu Teil 1, was Grafik und sowas angeht. Ich habe den Leistungsmodus. Das heißt 60 FPS. Das gefällt mir nicht. Halte dich an den Plan, das wird schon. Solange ich bezahlt werde. Er könnte sich, glaube ich, so easy befreien normalerweise. Ja, das ist Starbucks von Star Wars. Wir sind Bürger, so können sie uns nicht behandeln. Ja, sagt wer. Ich krieg auch Bock auf Burger, Alter. Ebene 2046 hat schon bessere Tage gesehen. Krieg ist teuer. Irgendwer muss ihn bezahlen. Was ist, wenn ich jetzt weggehe? Oha! Nicht, wenn man lass mich hier durch. Alter! Ey, der sieht aus wie der von der Obi-Wan-Serie. Ihre Hilfe, um Aufständische und Dissidenten aufzuspüren. Unglaublich, dass ich gleich einen Senator treffen werde. Heutzutage zeigt er sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Gut, dass er für uns eine Ausnahme macht. Tja, wir haben etwas, das ihm die Gunst des Imperators verschafft. Der Imperator. Darth Sidious. Das wird zu krass werden, Mann. Ganz ruhig, Offizier. Der Senator sorgt nur dafür, dass alles einwandfrei läuft. Und schon geht's weiter. Achtung! Für Ebene 2046 geht auf Befehl von Senator Sajan ab sofort eine Ausgangssperre. Räumen Sie die Straßen und bleiben Sie bis auf Weiteres in Ihren Häusern. Was ist das für ein Aufzug, Mann? Guckt euch das mal an. Ich bin halt immer noch so voll geflasht, Leute. Ihr merkt das, denke ich auch. Guck mal, das ist sogar diese Schrift, die auch bei Obi-Wan war. Oh mein Gott. Der Rest von Ihnen bleibt hier. Das war nicht die Abmachung. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur Sie. Die anderen müssen warten. Terrorist. Du lässt dich so von ihm nennen? Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespürt? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit Elektroprotonenbomben von einem schakrianischen Waffenhändler kaufen. Wie habt ihr es geschafft, ihn zu verhaften? Jedi müssen schlafen, genau wie wir. Sobald der Senator dich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Ist immer schön, einen Fan zu treffen. Digga, wer steht da hinten? Seht ihr das? Das ist nicht Darth Vader, oder? Digga, wer steht da hinten? Seht ihr das? Ey, wer steht da hinten? Ich erkenne das nicht. Das ist meine Angelegenheit. Der Gefangene muss in einwandfreien Zustand sein. Der Senator hat verlangt, dass ich ihn den Gefangenen lebend bringe. Und er atmet noch, oder nicht? Nee, ist er nicht. Alter, und dazwischen diese Filmsequenzen mit dem Rahmen noch. Als ob wir einen Film noch nebenbei gucken, ne? Ach, das ist der, der gerade auf dem Bildschirm war. Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltene Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht? Das ist ein Laserschwert. Oh, die Melodie. Das ist ein Laserschwert. Bezahlt den Mann. Es war mir eine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Der abtrünnige Jedi Cal Kestis. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern. Stören von Versorgungslinien. Trägt offen das hier, sodass es jeder sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norsit. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Saw Gerrera gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Bring mich direkt zum Imperator, bitte. Es geht nicht. Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos.
Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das! Deines Meisters Lichtschwert. Alter. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Er ist ja gestorben im Eines ersten Tag. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, ey, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Ihr wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Guck mal, der kleine BD. Danke, BD. BD ist wieder da, der kleine Süße. Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. Was? Magnet? Okay, jetzt geht's los. Guck mal jetzt. Oh mein Gott. Alter! Mit R2? Alter! Was? Mit... Alter! Ist das krass! Oh! Komm her! Bam! Alter! Kommt alle her! Runter mit dir! Habt ihr Angst, hä? Habt ihr Angst, hä? Ist das alles, Senator? Komm her! Zack! Zack! Alter, ist das geil, wieder mit dem Laserschwert zu kämpfen! Halte L1, um die Angriffe zu blocken, okay? Wir müssen erstmal ein bisschen reinkommen. Boah, perfekt gekontert. Alter, ist das krass. Junge, das Movement, die Steuerung an sich ist einfach so flüssig, so geil. Guck mal, wie geil. Wir können einfach nebenbei hier... Zack, ausweichen, zack. Junge, das sieht so heftig aus. Ohne Scheiß. Ich muss erstmal noch reinkommen, ne? Aber brutal. Brutal. Boah, direkt mal zwei runtergekickt und tschüss. Bringt mir mal was Vernünftiges. Jetzt macht er wie bei Vader bei Kenobi. Zoom, halt das Schiff auf! Nicht so schnell, Senator. Los, BD. Also, Vader hätte das Schiff mit der Hand aufgehalten. Jetzt kommt er zu uns. Das wird ein bisschen eng. Halt es auf mit deiner Macht. Sehr eng. Festhalten. Ach du Scheiße. Oh oh. Wuhu! Oh oh. Alles okay. BD. Kann passieren. Wir müssen zu dieser Yacht. Okay, es geht weiter. Alter. Ich muss das erstmal für mich genießen, diesen Moment hier. Wir gehen hier lang. Das war knapp, Kumpel. Das ist nicht dein Fehler. Wir holen die Yacht schon ein. Ui. X zum Springen. Alter, wie hoch der springt. Das sind die typischen Jedi-Sprünge. Ich weiß nur, Anakin bei Episode 3, wie der da gesprungen ist. Junge, auch so Mix Assassin's Creed, alles am Start hier bei dem Game. Wow. Okay, die Frage ist, wo geht's weiter? So. Also das Spiel ist jetzt noch nicht, was ich zocke, ist jetzt noch nicht komplett mit dem Update und all sowas, Leute. Ne? Deswegen bitte nicht wundern, wenn hier mal ein, zwei Bugs sein sollten oder sonst irgendwas. Nicht wundern, da kommt noch ein Patch auf jeden Fall. Aber ich habe heute einfach die Ehre, das als einer der ersten zocken zu dürfen, um heute hochzuladen hier auf meinem Kanal. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Dächer. Boah, ist das krass. Ich muss erstmal klarkommen, Leute, ne? Ah! Direkt diese. Ah, die Dinger kenne ich doch noch. Was ist das denn nochmal? Mit R3 kann man die öffnen. Irgendwas war doch da drin. Was war da nochmal drin? Geduld. Klingenmitter. Geduld, okay. Ah, scannen kann man ja auch noch. Ich kann sie nicht öffnen. Du hast nicht zufällig eine Lösung, oder? Beep? Ja, was heißt denn Beep?
müssen diese Yacht vor dem Imperium finden. Oh, boah, guckt euch das an, bitte. Ist das geil mit dieser Musik, die ganze im Hintergrund. Din, 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 din. Woohoo! Achtung! Wenn er entkommt, rechnet uns das Oberkommando helfen. Boah, dieses Movement haben die so geil gemacht, ne? Ohne Scheiß. Der Arme. Warte. Ich muss mal ein bisschen gucken. Komm her. Kontakt und dann bam. Was ein Move, Mann. Ey, der hat so geile neue Moves dazu gelernt in diesen 5 Jahren, Leute. Ohne Scheiß. Woohoo! Egal, welche Informationen der Senator hat. Ich hoffe, sie sind das Risiko wert. Du gibst die Hoffnung nie auf, was, Kumpel? Also die Steuerung fühlt sich sehr geil an, Leute. Ohne Scheiß. Es ist echt ein Unterschied zu Teil 1. 3 Jahre ist es aber auch her, ne? Das darf man nicht vergessen. Der erste Teil, den fand ich so geisteskrank. Es hat so Spaß gemacht. Wer kann sich noch an Bogda Ogda erinnern? Bogda Ogda. Eieiei. Wo geht's jetzt hier weiter? Warte mal. Jetzt fangen schon die ersten Rätsel an oder ich bin einfach wieder lost. Ernestos Lostos. Warte, da geht's weiter. Ich sehe es doch. Zack, zack. Wir sind einfach auf Coruscant, ne? Das ist auch brutal. Brutal. Ich hoffe, es kommt irgendwie Darth Vader, kommt hier vor. Ich hoffe, Obi-Wan wird vorkommen. Ohne Scheiß, Mann. Ich habe auch die Obi-Wan-Serie gesehen. Die fand ich echt geil, Mann. Aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Dort können wir uns ausruhen. Was ist das denn nochmal? Meditieren? Ich muss meine Mitte finden. Was war das denn nochmal? Meditationspunkte. Was könnte man denn da nochmal machen? Die Interaktion mit einer Meditation speichert das Spiel ermöglicht den Zugriff auf mehrere andere Optionen. Ah. Wenn du dich am Meditationspunkt ausruhst, regenerierst du Kells Gesundheit und Macht und alle Gegner respawnen. Setze deine Fähigkeitenpunkte ein, um ausfallender Schlag zu lernen. Okay, investiere an Meditationspunkten, Fähigkeitenpunkte, um Upgrades freizuschalten. Okay, okay. Das heißt, wir können jetzt hier auf Fähigkeiten gehen. Wir haben ja... Oh, geil, Alter. Hä, wie geil. Das haben die ja richtig heftig gemacht. Das ist geil. Lichtschwert. So, Fähigkeit 1 verfügbar. Dann können wir gucken. Halte 3, um einen weitreichenden Stoßangriff zu führen. Das können wir mal. Das Einzige, was wir machen können. Das alles andere ist zu teuer. So, machen wir. Nutze Macht. Jetzt haben wir das freigeschaltet. Jetzt können wir die anderen Sachen freischalten. Jetzt zeigt er uns, was wir damit gelernt haben. Ach, krass. Das haben wir jetzt damit gelernt. So, mehr haben wir nicht. Wir haben nur in dem Bereich die Möglichkeit aufzuleveln. Das haben die übersichtlich gemacht. Das ist wichtig, dass man sieht, wie das funktioniert. So, wir holen uns jetzt mal aus. Leben und Macht respawnt aber alle Gegner. Ja, haben wir gemacht. Okay, und jetzt würde ich sagen, kann es weitergehen. Ich will mal eine neue Attacke testen. Ey, ich will gar nicht aufhören, Alter. Deswegen schreibt es mir mal rein, Leute. Soll ich das wirklich daily bringen? Resident Evil ist heute ausgefallen, Leute. Aber tut mir leid, aber ich habe heute die Möglichkeit, dieses Spiel zu zocken. Und deswegen, safe, zocke ich das hier auch. Wir werden es auf gar keinen Fall rushen, das Game. Auf gar keinen Fall. Bitte nicht. Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht. Erschießt ihn! Ah, okay. Das sind ja diese, dass man so Sachen hören kann von damals und sowas, ne? Hacken. Ah, guck mal, der Kleine kann ja hacken, ne, der BD. Okay. So, da geht's weiter. Wir gucken mal noch weiter. Wiu! Wir gucken uns mal ein bisschen hier um, Leute. Gar kein Stress hier. Da gibt's ja bestimmt nur überall Sachen, die man looten kann und so. Warte mal, da geht's auch weiter, Mann. Wo geht... Ich glaube aber eher, dass es da oben weitergehen wird. Das ist so geil mit dem Stress. Hör mal diesen Sound einfach nur. So krass aus. Ey, ich komme gar nicht klar. Ey, was? Ich zock schon über 20 Minuten? Ey, die erste Folge müssen wir safe länger machen. Wiuhu! Jetzt ist die Frage, ob es hier weitergeht oder in dem anderen Raum. Ich glaube aber hier geht's nicht weiter. Hier kannst du nur diese Dinger hier. Da sind immer so Sachen drin, die du dann für dein Lichtschwert aufrüsten kannst zum Beispiel, oder? Schalter Geduld. Müsste ja das sein. Ja. Da, es geht nirgends weiter. Okay, das ist dann nur quasi ein Raum gewesen, um das zu finden. Alter, wir sind einfach hier. Einfach im Untergrund von Coruscant sind wir, glaube ich, ne? Ohne Scheiß. Also ich bin ein riesen Star Wars-Fan, Leute. Ich kenne mich nicht mit allem aus, ne? Aber ich habe von allem so ein bisschen Wissen, aber auch nicht so viel, Leute. Ich bin auch kein Experte, aber ich liebe es einfach so. Es ist Star Wars, ist einfach pure Liebe. Und
Ey, für mich Teil 3 war der geilste Film überhaupt mit Anakin Skywalker, einer meiner Lieblingsschauspieler. Dass ich den treffen durfte, ist so eine Gänsehaut für mich. Oh. Guck mal, jetzt die neue Attacke, Leute, die wir gerade gelernt haben. Warte mal, ich will die mal austesten. Oh, scheiße, warte mal. Ja, so. Zack. Guck mal, die Reflexion des Bodens hier, alles. Scannen. Scan mal hier, BD. Lager von Obdachlosen. Ah, okay, haben Obdachlose gepennt. Dann können wir mal drauf gucken und das durchlesen. Die Unterwelt von Coruscant ist ein gnadenloser Ort, aber auch eine Zuflucht für die Mittellosen und Enteigneten. Schuppen und Lager in den Straßen und Gassen sind keine Seltenheit und zeigen die Ungleichheit, die unter dem Imperium nach wie vor herrscht. Ey, wie geil. Guck mal, kleiner Funfact. Rechts einfach auf dieser anderen Schrift, diese Star Wars Schrift, die ich aber nicht lesen kann. Kann, glaube ich, keiner von uns lesen. Oh, oh. Ich werde dich nicht verlieren. Oha. Ich bin gleich tot, ne? Das ist mein Leben, oder bin ich dumm? Bin ich gleich tot? Nee. Warte. Ah, diese Attacke kann ich gar nicht machen, diese eine krasse. Mann, komm her, Alter. Fuck mich nicht ab. Heilen. Mit Pfeiltaste nach... Ich fühle mich nicht tot. Ah, okay, das ist unser rechtzeitig. Okay, ich muss erstmal reinkommen. Ah, wie geil einfach, ne? Wie geil das einfach nur ist. Ohne Scheiß. Es geht endlich weiter. Sorry, dass ich das so oft sage. Ich will euch auch nicht nerven damit, aber... Es ist unglaublich. Holokarte freigeschaltet. Die Holokarte zeigt Kells aktuelle Position, die Position des Hauptziels. Das Gebiet mit dem Hauptziel wird zudem in Gold hervorgehoben, okay? Gelbe Tore führen zu unerforschten Gebieten. Grüne Elemente zeigen verfügbare Wege an, während rote Elemente aktuell gesperrt sind. Du kannst die Farben in den Barrierefreiheit-Einstellungen ändern, okay? Legende und Sammelobjekte. Die Legende-Dreieck zeigt Symbole für andere Sehenswürdigkeiten und Filter an, die ein- und ausgeschaltet werden können. Unter Sammelobjekte wird ein Fortschritt für das aktuelle Gebiet angezeigt. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Was sind wir hier, die Karte? Das ist die Yacht. Da müssen wir hin. Dahin. Das ist die richtige Einstellung, BD. Wir schaffen das. Okay. Junge. Ah, es geht so geil los, dieses Spiel. Es geht so geil los. Ich kann einfach nicht mehr, Leute. Guck jetzt, was für eine Attacke von mir kommt, warte. Bam! Alter. Hallöchen, na? Komm, schieß doch. Wenn man genau L1 drückt, wenn die schießen, dann schießt er die genau zurück. Was wollt ihr? Ihr habt keine Chance gegen die dunkle Seite der Macht. Wisst ihr, was geil wäre? Das wäre das Krasseste, aber es wird nicht passieren. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn Cal Kestis zur dunklen Seite der Macht wechselt, Alter. Oh, Leute, Digga, was ich dafür geben würde, ne? Ich brauche Hilfe. Oh, scheiße, ich habe wieder Leben genommen aus Versehen. Scheiße, ich wollte die Karte anmachen. Um mal zu gucken, wo wir sind. Wir sind da. Okay. Es gibt aber noch so viele andere Wege. Wir können ja auch da lang gehen, ne? Da ist aber aktuell gesperrt. Wir gucken uns mal ein bisschen hier oben. Warte mal, da oben geht's weiter. Glaube ich, ne? Wir können aber auch hier durch diese Lücke. Ich habe hier so eine Lücke gesehen. Ich sehe sie. Ich muss hier raus. Da sind ein bisschen zu viele. Aber ich werde mir die gleich alle packen. Safe werde ich mir gleich alle packen. Aber ich will erstmal gucken, ob es hier oben auch noch was anderes gibt. Das Hauptziel ist ja eigentlich das Schiff. Ne? Und Legende könnt ihr sehen. Aktuelle Ziel. Kürzlicher Weg. Unterkunft, verfügbare Tore. Ja, okay. Die Karte haben die gut gemacht, aber hier geht's eh nicht, weil hier kommen wir nicht hoch. Okay. Das heißt, wir müssen da lang. Wir sind gezwungen. Dann kommen wir wahrscheinlich da raus, müssen da hinten weiter oder so, ja. Okay. So. Kommt alle her. Ich mache euch jetzt alle platt, Leute. Guck mal jetzt. Jetzt wird's böse enden für euch. Für euch alle! Okay, um den Lichtschwert-Kampfstil zu wechseln. Ich sehe dich. Was? Oha, ach geil, wir können... Oha, wir können... Alter, wir können sogar Doppellichtschwert machen. Was ist das denn? Hä, wie krass ist das denn? Alter, der wirft sogar das Schwert. Bruder, was hat der alles gelernt nach Teil 1? Guck, was der macht. Bruder, schmeißt einfach das Lichtschwert alles. Puh. Die Melodie vom Spiel ist so geil. Das ist die typische... Alter. Wer ist Darth Maul? Komm, schieß doch, hä? Puh! Oh. Ihr habt alle keine Chance.
Wie kann ich denn... Ah, okay, mit links. Ah, okay, okay. Geil. Heftig, Mann! Freunde, bitte sagt euren Freunden Bescheid, die auch Star Wars feiern. Schickt denen den Link vom Video. Alle sollen abonnieren. Ich will auf diesem Kanal die 1 Million erreichen. Das schaffen wir. Gemeinsam schaffen wir alles, Freunde. Gemeinsam. Wow, was war das denn? Alter, die Grafik von diesen Zwischensequenzen, ne? Einfach diese Dingens gemacht. Gedankenkontrolle. Oder nicht? Nee. Wo warst du so lange? Bodhi! Ich hab ein bisschen rumgehangen und die Aussicht genossen. Ist eine Weile her, dass ich auf Coruscant war. Hm. Danke, Bode. Dafür bin ich hier, Kestis. Bodo, Alter. Junge, diese Lichter. Oh, wie heftig das aussieht, ne? Guck mal hier. Einstürzen sah, dachte ich, dieser Raub wäre schnell vorbei. Warum sollten wir es ihnen einfach machen? Ha! Wo ist die Crew? Unterwegs zur Yacht. Wir treffen sie dort. Oh, und Bravo will Funkstille. Funkstille? Bravo kennt sich aus. Was ist los mit Cal, Alter? Kuh und Liz haben sicher schon Hunger. Abkürzung. Katuinianer. Das wollen wir nicht. Erinnere mich, dir irgendwann von dem Job auf Corrida zu erzählen. Ha, Junge, ich werde auf jeden Fall jetzt weiterzocken, Mann. Ich will nicht aufhören. Das hilft die Crew bei der Yacht. Diese Fabrik die Yacht gestoppt. Ich würde das als einen Erfolg bezeichnen. Keine Kanonenboote. Die Crew macht wohl Unfug. Lassen wir sie besser nicht warten. Okay, hier können wir jetzt wieder aktivieren. Kriegen wir dich darüber. Wie, die macht das schon, keine Sorge. Also, das hat nicht geklappt. Wenn ich zu viel mit dem Boot interagieren kann, drücke dann R1. Ein Objekt, womit er interagieren kann, drücke R1. Okay, warte mal. Sieb, sieb, sieb. So. Wir müssen irgendwas suchen, womit er interagieren kann. Aber wo denn? Also müssen wir mal erstmal schauen hier. Warte, lass mich mal gucken. Lass mich mal gucken hier. Ich glaube nicht, dass es da wieder zurückgeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es muss hier irgendwo was sein. Ein Rätsel. Das ist bestimmt einfacher. Aber was soll er denn machen? Ich check's gerade nicht. Da. Kannst du diese Kiste zerlegen? Ach so. Ach, guck mal, der kann auch fliegen. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Versuch's jetzt. Ah, okay, okay. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Muss manchmal ein bisschen looky-looky machen. So, jetzt haben wir hier die Seilbahn. Jetzt sind wir nicht rübergekommen. Jetzt wird er gleich vom Schiff erfasst auf, in der Luft. Buff. Dieses Jetpack ist praktisch. Jetpack und Jetlags. Ich kann dir zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Wer hat dir beigebracht, dich so zu bewegen? Mein Meister. Nach jedem Sturz hat er mich wieder auf die Füße gestellt. Klingt für mich wie ein guter Lehrer. Sturmtruppler-Patrouille. Die Suche nach uns. Besser nach uns als der Yacht, oder? Das ist die Frage. Aber die Musik. Meint ihr, der schafft das? Was ist, wenn wir die töten? Geht's da weiter oder nicht? Oder geht's da oben weiter? Ich glaube, es geht da oben weiter. Hat mal Legende. Verfügbare Tore. Ich werde erstmal da unten lang rennen. Ich will mal versuchen, ob das klappt. Oh. Na. Ah, da kann er gar nicht lang rennen. Okay, gut. Ich habe gedacht, er kann da lang rennen. Okay, gut. Dann. Dann ist sowieso egal. Hä? Hä, wie? Was? Wie ist der denn da hochgekommen, der Hund? Ja, und jetzt? Warte mal, es ist ein Rätsel. Ja, ich sehe schon, wir können uns da festhalten. Warte mal. Zack. So, ja. Beeindruckend.
Wer braucht schon ein Jetpack? Da oben ist irgendwas mit der 1. Da. Siehst du das Kabel? Schon dabei, Kestis. Kestis, Kestutis. Okay, haben wir. Das Tor geht aber auch auf. Da haben wir was drin, ne? Und zwar wieder hier. Öffnen wir mit R3. Es macht bisher so Laune. Es ist wieder so ein Abenteuer, Leute. Wie in guten alten Zeiten. Coruscant-Lackierung haben wir bekommen, okay? So, jetzt können wir uns da hochziehen mit dem Seil. Er könnte ja sowieso hochfliegen, aber wir brauchen das Seil. Wuhu! Okay, weiter geht's. So, kommt alle her. Dann kommen aber endlich stärkere Gegner, hä? Wo seid ihr alle? Eimerköpfe unter uns. Boah, geil. Können sie nicht umgehen. Daneben mitten durch. Bereit, wenn du es bist, Kestis. Ready when you are. To drop off. Let's do this. Ich hab gesetzt. Ah, boom! Wir sind dran, Kestis. Das ist das geil. Und jetzt? Alter, wie schnell. Hat Kel keine Blockausdauer mehr, ist er vorübergehend betäubt und verwundbar. Ah, okay, okay, ich verstehe. Hat er den getötet? Krass. Das war gute Arbeit. Okay, das mit der Ausdauer wusste ich nicht. So, interagieren, jetzt müsste da so eine Brücke kommen, bestimmt, ne? Sollten Sie überraschen. Klar, auf dein Signal. Halte R1 gedrückt und fehlt, um Bodo zu bitten, einen anvisierten Gegner anzugreifen. Ah, okay. Jetzt. Ach so. Bring das zu Ende. Aber das. Boah, Tag Team. Du kannst kämpfen. Natürlich kann ich kämpfen. Ich bin ein Jedi. Kann keine Binärsprache, aber ich verstehe. I'm a Jedi. Gruppenaktion. Ah. Okay. Die Yacht ist gleich. Versuchen wir es da lang. Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Jedi. Ja, warte, was macht er denn jetzt? Ah, der dreht die Wand, dass wir quasi da lang rennen können. I understand. Hey, du Hundesohn! Er hat auf einmal verschoben die Wand. Easy. So, scannen wir mal. Örtliches Verzeichnis. Warte, gucken wir uns das mal an. Verzeichnisse helfen dabei, den Warenfluss auf dem Planeten zu organisieren und zu visualisieren. Die imperiale Expansion hat derzeit deutliche Auswirkungen auf das Importgeschäft, was zu allgemeiner Knappheit in der gesamten Unterwelt von Coruscant führt. Okay. So, hier können wir meditieren. Ich will weiter zocken, Leute. Ich schwöre, ich zocke heute weiter. Ich habe heute so Bock, weiter zu zocken. Ohne Scheiß, die erste Folge. Ich versuche, die auf jeden Fall ein bisschen länger zu halten. So, Kampfstile. Ein Schwert, zwei Gefährte haben wir. Okay, wir können uns ausruhen. Sind uns ausgeruht. Wir können Fähigkeiten gucken, ob wir da irgendwas Neues haben. Ich glaube aber nicht, ne? Da müsste alles gleich sein. Ja, 000. Wir haben die Möglichkeit, zwei verschiedene Kampfstile hier. Kampfstil wechseln. Ah, okay. Doppelklinge. Geschwindigkeit. Kann man auch sehen, wie schnell das ist. Stärke ist mit einem stärker, aber Geschwindigkeit ist höher. Verteidigung ist auch besser. Okay. Geil. Geil, 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 geil. Ey, Leute, ich zock weiter. Hör auf, ich will weiter zocken, Mann. Ich habe gar keinen Bock aufzuhören, ohne Scheiß. Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Coruscant hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Ich würde echt gerne mal wissen, wie viele Stunden Spielzeit das Game hat, ne? Dieser Raum, der steht nicht einfach nur so hier. Hier muss irgendwas sein. Das kann nicht sein, oder? Das ist einfach so ein leerer Raum. Guck mal kurz auf die Legende. Okay. Wir können hier hoch. Okay. Habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, der Raum ist versperrt, ne? Öffnen. Da bewegt sich nichts. Ah, von der anderen Seite, okay. Juhu! Okay, dann geht's da drüben weiter. Komm. Ich will mal gerne wissen, kann man auch so einfach speichern? Komm, wenn ich Pause drücke. Was gibt's hier alles? Ich glaube nicht. Wir können nur speichern, wo diese Meditationsdinger sind, oder bin ich blöd? Aber auch wenn der nicht speichert, Leute, ich spiele das mit Liebe nochmal die Stelle. Also nicht komplett, aber bis da, wo wir gerade waren. Ja, ich will noch ein bisschen zocken, Leute. Ich hab noch Bock. Deswegen alle einen Daumen da lassen. Lasst einen Kommentar da für den Algorithmus. Wichtig. Feinde in der Nähe. Ich gebe dir Deckung. Boah. Alles klar. Tanzen wir. Oh. Ich hasse Suchtdroiden. Geht mir genauso. Ich hab vor, irgendwann kann da auch Blitze und so, Kerl. Hä, wo sind die denn alle tot hier auf einmal?
Na, dagegen geworden. Oha. Ah, man kann... Der wirft auch sein Schwert mit L1 Dreieck. Das wusste ich gar nicht. Ah, die scheiß Dinger explodieren. Drücke Kreis, um dich schnell zu erholen, nachdem du zu Boden geworfen bist. Ah, okay. Ich will noch mehr Action. Wer ist der Nächste? Ich auch. Okay, wie kommen wir jetzt da weiter? Schafft er das? Ja. Juhu! Juhu! Boah, es macht so Bock, hier rumzuspringen und zu fliegen, alles. Okay, warte, wir haben hier eine Türe. Aber da geht's auch weiter. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Der Typ ist schon drüben, Alter. Wie schnell ist der? Der soll mal chillen. Kommst du? Boah, ich würde die am liebsten alle töten da jetzt da unten. Es war so klar. Oh, oh. Guck jetzt, doppelt. Was? Drücke L3, R3? Ja, was ist das denn? Alter! Wann geht denn sowas? Wow! Was kommen die von allen Seiten, Mann? Ich hab nicht mehr so viel Leben. Komm, mein Leben! Alter! Boah, dieses Doppellichtschwert ist so geisteskrank, Alter. Hier, nimm das, du und alle tot. Aber mein Leben ist auch fast weg. Was feiert ihr mehr? Doppelklinge oder eine Klinge? Eine Klinge, Doppelklinge, eine Klinge. Okay, da geht's lang, aber... Ich will mal hier gucken, da oben, was da ist. Doppelklinge oder eine Klinge? Hm. Ah, ist ein bisschen schwierig. Ah, das ist die Türe wahrscheinlich, ne? Von anderen. Oder? Ah, wir haben zweimal Leben, okay. Da geht's aber auch... Schafft er, ne? Zack. Ah, guck, hier haben wir nämlich was gefunden. Man muss hier immer gucken. Ein seltenes Mineral, nehme ich an. Was haben wir da? Prioritklumpen. Erkunde weiterhin die Galaxis, um diesen Schatz zu entdecken und herauszufinden, für wen er wertvoll ist. Okay. Ja, wunderschön. Piep, 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 piep. Let's go. Okay, ich glaube, hier geht's weiter. Da geht's weiter. Es nimmt mich auch voll an die Kenobi-Serie, ey. Jetzt müssen wir wohl kämpfen. Ja, komm her. Bam. Alter, wie schnell er diese Dinger kaputt macht. Fähigkeitenpunkte halten. Sehr geil. Das heißt, wir können wieder noch einen Punkt aufleveln. Damit müssen wir irgendwas machen. Frage ist halt, was? Das muss irgendwo hin. Da oben. R1. Ich denke, BD möchte, dass du das Ding umwirfst. Ah, okay, dann können wir vielleicht... So, und dann können wir... Zack, hier drauf. Guck mal, Ernesto ist schon... Ich bin schon im Voraus, was Denken angeht. Bei Star Wars ist mein Kopf direkt da. Da bin ich direkt da. Der Imperator hat den Jedi-Tempel zu seinem Palast gemacht. Ja, das kann das Imperium am besten. Nimm etwas, was du liebst und mach daraus etwas, dessen Anblick du nicht mehr ertragst. Ist das verrückt, Alter. Leute. Ich glaube, ihr merkt alle, wie geflasht ich bin. Und ich glaube, ihr seid es auch gerade beim Zugucken, ne? Also... Ich glaube, ihr fühlt das gerade auch so sehr wie ich. Gearbeitet. Nicht lange. Ein paar Jobs hier und da. Du hast ihn offenbar schwer beeindruckt. Das ist nicht einfach. Ich beherrsche meinen Job und stelle keine falschen Fragen. Diese Kombination öffnet viele Türen. Oh. Wuhu! Junge, wie schnell ich schon vertraut bin mit dem Spiel. Merkt ihr das? Ich bin schon direkt komplett vertraut mit dem Game. Zack. Die Steuerung ist super easy, Alter. Und es ist wie so ein Parkourlauf hier. Es macht so Laune gerade. Was, willst du mich ver... Hä? Waren wir hier schon? Das sieht so aus, als ob wir hier schon gewesen sind. Wo der meinte vorhin Sackgasse. Oder bin ich dumm? Jetzt sitzt da auf einmal so ein Schiff. Wo kommt das denn her? Hä? Wo kommt das denn her? Oder war das vorhin auch schon da? Ich bin blind. Aber vielleicht waren wir ja doch nicht. Doch, wir waren hier. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin, glaube ich, falsch gelaufen. Ich bin, glaube ich, echt falsch. Was habe ich denn getan gerade? Ich hätte nicht nach unten gehen sollen, glaube ich, ne? Ja, okay. Egal, nicht schlimm. Nicht schlimm. Weiter, weiter, weiter. Wir rennen immer wieder lang. Ja, kein Stress. Wir machen einen kurzen Parcours. Wuhu! Okay. Also anscheinend sind wir gerade falsch lang gelaufen. Wir müssen... Wir müssen woanders lang. Gucken mal kurz hier. Warte mal. Lass uns mal eben schauen. Ich mach mal gleich die Legende wieder auf.
So, aber hier ist auf jeden Fall richtig. Ja, das ist safe richtig. Nur da drüben war was falsch. Da hätten wir nicht lang gemusst, glaube ich. Da runter wieder. Wir hätten nach oben gemusst. Ja, guck mal. Seht ihr das? Ja, guck, das war der Fehler. Ich bin runtergesprungen. Krass, das rechts habe ich gar nicht gesehen. Oha, ey! Hallo! Scheiße. Oha! Wie schnell da auf einmal wurde das denn? Das denn? Junge, ich bin gerade einfach da voll runtergefallen. Scheiße. Hier oben geht's weiter. Okay. Mit dem Kran dort könnten wir über die Brücke kommen. Wir setzen die Werkzeuge des Imperiums gegen sie ein. Okay. Wir setzen die Werkzeuge des Imperiums gegen sie ein. Guck mal, was der jetzt macht. Abkürzung freischalten. Boah! Jetzt heißt es wir oder sie. Alles gut. Bam. Ja, die Verteidigung. Stimmt schon. Ich muss mit Leben zu nehmen. Der ist nicht schlecht, Alter. Der ist nicht schlecht. Die können auch kontern. Aber wir können auch kontern und machen das hier. Bam. Bam. Na, ah, komm her. Die dunkle Seite der Macht. Was haben wir denn da unten, hä? Aha, guck mal hier. Wie auch was versteckt. Guck mal, überall ist irgendwas versteckt, Leute. Was gefunden? Ich kriege die Hälfte, oder? Ja, bis Papa Arafat. Kriegst Hälfte. Okay, komm, gehen wir mal hier lang. Abkürzung freigeschaltet. So, vielleicht können wir noch da lang. Da lang geht's nicht. Nein, nein. Wie so ein Parkourlauf ist das hier, ne? Es ist so geil, Alter. Oh mein Gott, nein. Ach, guck mal, wo wir sind. Wisst ihr, wo wir sind? Das ist nämlich diese Türe, wo wir vorhin waren, wo ich meinte, ah, die ist doch versperrt. Und dann scheint es da ja gar nicht weiter zu gehen, ne? Und vielleicht geht es hier auch weiter. Aha, guck mal hier. Da ist nämlich eine kleine Lücke, die wir übersehen haben. Oh mein Gott! Ja. Oh mein Gott, fuck. Ach du Scheiße. Darauf habe ich mich gefreut. Wow! Rote Angriffe kann man nicht kontern, glaube ich, ne? Heile dich! Das werden sie bereuen. Bam, bam. Können wir auch verlangsamen, ne? So. Oh, das können wir nicht kontern. Wenn die Rotenpille an sind, können wir nicht kontern. Oh, oh. Ich will nicht sterben, Digga. Ich werde nicht im Kampf sterben bei diesem Spiel. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Komm her! Bam! Doppel! Double! Der Typ mochte dich wirklich nicht. Ich doppelt. Glaube, von dir war er auch nicht hält gerade besser. Ich sehe keinen Weg nach oben. Was haben wir denn hier? Sehen wir uns um. Was gefunden, Kumpel? Was hat er da? Ein Kletterseil. Die Arbeiter nutzen so etwas jetzt. Kannst du es reparieren? Ah, das Seil ist etwas ausgefranst. Aber nicht kaputt. Da komme ich schon wieder hin. Hm. Du hast also das Imperium bekämpft auf Kashyyyk. Ja. Ein Kampfläufer gekapert. Und du hast allein ein imperiales Gefangenenlager befreit. Das war BD. Nur ihr zwei. Und ein paar Freunde. Und was ist mit dir, Neuer? Machst du das hier für die Kredits? Kredits schaden nie, aber ich... Ich habe eine Tochter. Kata. Ich sehe sie viel zu selten, aber immerhin kann ich für sie sorgen. Bestimmt hart, nicht bei ihr zu sein. Hm. Und die Mutter? Ah, ist gestorben. Das Imperium hat sie uns genommen. Tut mir leid. Sie haben viele getötet. Es werden immer mehr. Hast du sowas schon mal benutzt? Krieg ich schon hin. Ich war Schrottsammler auf Bracker. Du hast schon einiges erlebt für dein Alter. Man schlägt sich so durch. Wir alle, oder? Kletterkabel. Wir haben jetzt ein Kletterkabel erreicht. Geschafft. Okay, können wir uns damit so hochziehen und sowas, ne?
Del 2. Ah, geil, Alter. Sehr geil. Freunde, und ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir auf und machen bei der nächsten Folge weiter. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt rein, soll ich es daily bringen? Soll ich es alle 2 Tage abwechselnd mit Resident Evil bringen? Was soll ich machen? Schreibt es rein, nimmt den Like-Button auseinander. Wenn ihr die 10.000 Likes schafft, das wäre geisteskrank. Lasst einen Kommentar da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wirklich, es hat mich so glücklich gemacht, gerade dieses Spiel zu zocken, Alter. Deswegen liebe ich Let's Plays, deswegen liebe ich diesen Kanal, deswegen heißt dieser Kanal Feel Gaming. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein, macht's gut und ciao.